Fahrer, danke. Das war ich schuldig. Es war ja andersherum. Dann sind wir quitt. Hoffen wir auf das Glück. Bis demnächst, Captain. Charlene, nicht bleiben im Haus! Es tut mir leid, ich konnte sie nicht. John, ist schon Nein, gut. Das war meine Schuld. Ich hätte sie John, niemals... John, hör auf. Alles gut. Okay. Wir haben größere Probleme. In Spanien gab es keine Raketen, nur die Leitsysteme. Leitsysteme? Wo zur Hölle haben sie die her? Russen. Und wo sind sie jetzt? An den Raketen. Und außer Hassan weiß nur eine Person, wo wir sie finden. La casa de su nombre? No. Uno de sus lugartenientes. Ein Kartell-Lieutenant. Ganz genau. Du lernst dazu. Meine Quellen sagen mir, alle VIPs in Las Almas werden da sein. Ein paar auf Einladung und andere... Auf Ansage? Ja. Warum treffen Sie sich? Nosotros. Las Almas, es brennt. Und Sie wollen den Brandstifter. Sin Hombre wird da sein, ja? Keine Garantie. Aber das ist die beste Chance. Nutzen wir sie. Ich habe genug Shadows hier, um das ganze Land zu besetzen. Ich hätte Einwände. Ich meine ja nur, ein Haus ist kaum ein Problem. Wir brauchen Sin Hombre lebend. Dann... treffen wir uns mit ihm. Wie? Sie kriegen, was Sie wollen. Infos. Sie wollen wissen, wer hier ist? Bitte sehr. Persönlich? Korrekto. Einer von uns geht rein, findet den Boss und holt ihn raus. Ich tue es. Da drin bist du so gut wie tot, Hermano. Das gehört zum Job. Der Marschflugkörper muss um jeden Preis aufgehalten werden. Ich biete Daten für ein Treffen mit Sin Hombre. Und wenn er da ist, gehört er uns. Órale, tienes huevos, cabrón. Aber alleine gehst du unter. Ich gehe mit. Ich überwache euch. Shadow kreist im Heli über dem Ziel. Alles klar. Sie werden Beweise wollen. Zeig ihnen das. Ruft, wenn ihr mich braucht. Okay, dann machen wir uns startklar. Okay, wird bestimmt nicht schief gehen. El Sinombre, Las Almas, Mexiko. Shadows auf Position. Okay, alles bereit hier. Sehe Platz zum Landen auf dem Dach. Check. Zwei Wachen im Blick am Vordereingang. Alejandro, wie läuft's bei dir? Un vaquero drinnen. Verdammt, hast du das gemacht? Mit Gewalt. Ich sehe Soap. Moment der Wahrheit. Sehen Sie ihn? Ja, jetzt schon. Sie führen ihn ab. Der Junge hat Eier. Hoffentlich packt er es. Alejandro, wie hast du... Keine Zeit. Hör zu. Gib ihnen da drin gute Infos. Lüg nicht. Sag ihnen alles, was sie wissen wollen, sonst selbst du hier. Ihnen alles sagen? Alles. Mexikanische Spezialeinheiten, amerikanische Söldner, Söder Company, Philip Graves. Die ganze Wahrheit. Sogar deinen Namen? Es este? Sí, señor. Wie heißt du, Iro? Man nennt mich Soap. Also, was ist Soap überhaupt für ein Name? Gehen wir. Ich möchte zu El Sin Hombre. Ah, er möchte gern zum Boss. Du lebst nur, weil du vielleicht Informationen für uns hast. Hoffentlich sind sie gut, Guerrero. Sonst skalpiere ich dir gleich den Iro vom verfickten Kopf. Scher dich aus meinem Aufzug. Das ist mein Haus. Das ist... So, und an der Stelle gibt es mal eine ganz kleine Aufnahmepause. Und dann geht es auch gerade schon weiter. Also ihr kriegt es gar nicht mit. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Und ich würde sagen, los geht's. Mal schauen, ob das hier sauber ausgeht. Wenn ich es sage. Aua! Halt die Klappe, bis man dich fragt. Ist gut. Und más importante. Sag die scheiß Wahrheit. Denn wenn du lügst, bist du Hundefutter. Ich versuch's.
Was zum Teufel wird das hier? Ich bin seit Tagen wach. Der Boss sagt keine Drohung. Ja, Diego, ich will mich nur wach halten, okay? Ja, richtig so. Befolge die verdammten Regeln! Au! Der Schmerz hält dich wach. Zurück an die Arbeit. Las Almas ist im Krieg. Du willst gewinnen? Dann gehorche. So überlebt die Organisation. Und deswegen ist der Boss heute hier. El Sinombre ist hier unten? Nein. Sinombres persönliche Sicaria ist es. Valeria, hay uno más. Un gringo. Oh, oh. Setz dich. Muévete! Holy. Ja, dann setzen wir uns mal. Das wird bestimmt angenehm. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kam zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt, er hat Informationen. Pendejo di mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Niños! Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Was ich jetzt da Auswahl geben? Ich habe neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Dann rief uns jemand an. Wer? Todo un caos, no vi. En español no es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Wer griff uns an? Drei? Es war nicht das Kartell. Es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Fuerzas Especiales. Nun, wie weiß ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos, wie ihm. Amerikanische Söldner. Namens Shadow Company. Los Vaqueros arbeiten mit Söldnern zusammen. Esas pinches viboras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Gringos. Hast du Beweise für diese Shadow Company, Imbecil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Revisa mi bolsillo. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Ein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Ich glaube, das war jetzt falsch. Ghost. Ich wusste jetzt gerade nicht. Ich will einen Namen, kein Rufzeichen. Ich sag mal drei? Ich weiß es gerade nicht. Philip Graves. Phil Graves. Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Raketen? Er will die Raketen, die er transportiert. Woher weiß er das? Ihr dürft ihm nicht trauen. Ich rat's euch.
Bitte nicht! Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeit, dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Tut mir leid. Qué bonito. Te vi bien ahí. Gut gemacht. An die Arbeit. Wir gehen nach oben. Das war's? Komm schon, Guerra. Ich bin noch da, komm. Damit das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sinombre wird über dich entscheiden. Besser, ihr kriegt das hin, Arschlöcher! Oh, ich kann sogar schneller gehen. Vamos. Da. Ja. Wärst du auch mit? Nee. Ey! Eine nette hier. Lass Bagheeras operieren, schnell. Ich bin im Penthouse bei El Sinombre. Wann treffe ich El Sinombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich habe das Gefühl, El Sinombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Ja, ich auch. Du wirst hier warten, Soap. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sie, Jefe. Komm klar, Mann. Wir brauchen dich draußen. Wir. Gib ihm meine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro, du auch, Kumpel. El Sinombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Nett. Wozu eine Maske? Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Dann mal los. Sind drin. Wie sieht's aus? El Sinombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Darauf zu bringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Auf Rinder. Zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Cuidado, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung, aber es ist wichtig für Diego. Finden wir El Sinombre und erledigen wir das. Ende. Und die lassen mich jetzt einfach hier so rumlaufen. Okay. Ja, dann schauen wir uns doch mal um. El Sinombre tiene alguna respuesta ya? Sabemos quién organizó esto? Bürgermeister. Estaban bien equipados. Geiler Pool. Hier. Nadie tiene permitido pasar por aquí. Olvídate de tu amigo. Él ya se fue. Okay, da stören wir jetzt erstmal nicht. Doch, hübsch aus. Das hier? Umkleide. Okay, bringt jetzt erstmal nix. Dann schauen wir uns mal weiter um. Das wäre jetzt auf alle Fälle ein Haus, wo ich jetzt auch wohnen würde. Darf ich da runter? Greife nur den verdeckten Bereich an. No tienes permiso de estar aquí. Ich soll auch noch angreifen. Número de cuenta 0919014. Okay. Esta noche. ¿Qué quieres decir con imposible? Te pagamos para que hagas este tipo de servicios. Schön. Genau, noch mal zwei Dudes. Ja, mit der schönen Grillanlage hier. Wurfmesser. Ich habe ein Wurfmesser gefunden. Gut, damit solltest du unentdeckt bleiben. Te escucho. Adelante. ¿Encontraste algo? Nada por aquí. Entendido. ¿Qué es denn? Mega geile Aussicht. Was soll ich denn jetzt mit dem Ganzen? Ich muss irgendwie nach oben. Ohne dass mich dabei jemand entdeckt. Punkt erreicht. Das ist wirklich eine geile Küche. So eine Küche hätte ich auch gern. Meine ist viel zu klein.
Neues. Also da wüsste ich schon, was ich damit anfange. Nur in. Er steht da. Okay. Fuck für einen Freund. Könnt ihr dir helfen, die Wache zu umgehen? Vorsprung? Da so rauf. Oder hier rauf. Über die Klimaanlagen kommst du auf die Garage. Das ist die Glasse. Lass dich darin ja nicht erwischen. Was ist da drin? Keine Ahnung. Ja, da ist der Müll. Ich glaube, das sind einfach nur Autos hier. Nein. Soll ich es riskieren, einfach mal reinzugehen? Bin noch nicht reingegangen, ne? Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Hab Diegos Waffenkammer gefunden. Okay. Das Ding soll vermutlich da keiner rein. Wie kommt man da noch rein? Über die Tür da. Da steht aber er. Wo ist denn er jetzt herkommen? Du da jetzt. Posten da runter? Du siehst mich vermutlich sofort, wenn ich da rauf gehe, oder? Ah, ich trau mich da irgendwie nicht drauf zu gehen. Ja, siehst du, jetzt. Ist irgendwas. So, gehst du jetzt da wieder rauf? Ja, das ist er, der was da rauf geht. Probieren wir es mal mit den Klimaanlagen. Solange keiner zu mir schaut. Der Bereich ist gesperrt. Pass auf. Ich bin im zweiten Stock. Diego ist in der Ofrenda. Sie ist irgendwo auf diesem Stock. Verstanden. Ich hab dich im Blick, Johnny. Draußen ist ein Randgitter, über das du aufs Dach kommst. Was ist mit Diegos Schlüsselkarte? Deine Entscheidung. Ja, aber da steht halt einer. Okay, haben wir erwischt. Randgitter. Adelante. Algo nuevo. Ich steige jetzt aufs Dach. Verstanden, ich komme nach. Mehrere vom Kartell da oben. Wir müssen sie ausschalten. Wo sind die? Oh, scheiße. Penthouse ist in der nördlichen Ecke. Noch zwei Ziele. Du nimmst einen, ich den anderen. Hab eine Waffe gefunden. Vorsicht, Hermano. Wenn du Krach machst, haben wir sie alle am Hals. Überprüf das Penthouse. Ich gebe dir Deckung. Die Wachen wissen, dass ich hier bin. Erster Stock ist still. Sie reagieren kontrolliert. Holy shit, ich habe ein Problem. Der gehört mir. Es in Umbre ist im Penthouse, nördliche Ecke. Dach gesichert. Okay, gut. Kann ich das Wurfmesser hier wiederholen? Ja, gleich.
Von da oben irgendwo geschossen. Hab Diego gefunden. Roger. Penthouse ist in der nördlichen Ecke. Verschlossen. Nimm die Leiter, versuch an den Aufzug zu kommen. Welche Leiter? Ah. Zum Aufzug geht's hier lang. Moin. Den Fahrstuhl bedienen. Finden wir es raus. Langwaffen können diese Mission. Was? Langwaffen können in diesem Sinne nicht verbogen werden. Versuch an den Aufzug zu kommen. Nimm die Leiter nach oben. Ich glaube, ich leg die Waffe hier ab. Bring uns nach unten. Wir müssen zum dritten Stock. Nach unten. Bring uns nach unten. Wir müssen zum dritten Stock. Halt hier. Öffne die Notenregelung. Okay. Die Tür ist offen. Wir sind unterwegs zum Penthouse. Bereit halten. Soll ich jetzt da einfach reingehen oder was? Sicherheitskontrolle voraus. Ich brauche eine Waffe. Wir besorgen dir eine. Dann holen wir uns El Sin Nombre. C4, tengo otro visitante. Okay. Doch, alles ein bisschen zu einfach. Was wird das jetzt? Endoskopkamera ist bereit. Geben wir dem Namenlosen ein Gesicht. Die Lieferung aus Spanien kam pünktlich an. Ich versichere Ihnen, dass meine Männer es zu Ende bringen und die Pakete da sein werden. Sin Nombre, bist du bereit für noch einen Besucher? Feliz viaje. Muy bien. Empecemos. Oder ist sie der Chef von dem Ganzen? Scheiße, unmöglich. Was ist? Die Sicaria, die ich unten getroffen habe. Valeria, sie ist El Sin Nombre. Valeria? Bist du sicher, hermano? Ja. Wir müssen handeln. Rey, Sin Nombre gibt sich als Sicaria aus. Wir gehen rein. Bist du bereit? Check. Ghost. Bereit. Wir brauchen sie lebend. Was? Ich hab doch nicht... Bereit. Wir brauchen sie. Okay. Nicht. Aber ich schieß doch auf ihn. Bereit. Wir brauchen sie. Oh Mann, ey. Wow, ernst jetzt? Bereit. Wir brauchen sie lebend. Dann halt nochmal. Von da hinten. Sie ist durch die Hintertür. Lass sie nicht entkommen. Ich hab keine Munition mehr. Oh, die werden jetzt sicher gut gelaunt sein. El Sin Nombre. Me amo Valeria. Geschickt versteckt. Versteckt? Ich bin überall Soldado. Das ist gut. Wir auch. Gehen wir. Hermano, ¿qué pasa? Valeria! Ich kenne sie! Lästig. Okay, woher kennt ihr beide euch? Kennen ist ein zu starkes Wort. Starke Worte sind so wichtig. Unsere Worte sind unser Bund. Barcelona, Jolle, du verlogenes Mist! Ja! Ja! Vamos, erzähl mal. Du kannst mir nichts mehr befehlen.
Selbst die Hunde in Las Almas bellen mich nicht mehr an. Mira ist, sie ist Ex-Militär. Wir dienten zusammen. Andere Trupps, selber Einheit. Ihr wart die Wilden, hä? Los Vaqueros. Wir waren die seriösen Señores y Señoras. Bist du der Sache mit dem Sohn von La Araña? Te acuerdas? Die lief doch perfekt. Ihr Team sollte die Stadt abriegeln, damit die La Araña-Vollstrecker kein Blut vergießen. Genau das haben wir getan. Ihr musstet nichts abriegeln, weil ihr selbst die Vollstrecker wart. Er wurde ohne Zwischenfall in die Berge eskortiert. Auch wir wollten kein Blut vergießen. Er sollte ins Gefängnis. Du hast ihn getötet und dann übernommen. Es entstand ein Machtvakuum. Ich hab's gefühlt. Las Almas braucht mich. Las Almas braucht Soldaten, nicht Sicarios. Und du? Du entehrst die Armee. Y tus hermanos, no? Warum tust du das? Sag du's mir. Du bist der Dienstleister, no? Was du nicht erledigst, macht die Konkurrenz. Du bist ein Narko und versteckst Terroristen. Terrorismus ist gut fürs Geschäft. Als Versicherung. Was ist das für ein Mist? Zieh es endlich mal deinen verdammten Kopf aus deinem Arsch, Carajo! Puta madre, Alejandro! Solange ihr Krieg führt gegen Terror, kämpft ihr nur halbherzig gegen Drogen. Ihr wollt euren Terroristen und eure Raketen ohne Blut vergießen? Dann braucht ihr wohl mich. Nein, das mache ich nicht. Das ändert doch nichts. Doch, das ändert alles! Geht keinen Deal ein. Das endet böse. Dann haben wir jetzt Zeit zu reden. Ich will die Raketen, ich will die Ziele und ich will Hassan. Ich gebe dir 10 Sekunden, dann zeige ich dir den Unterschied zwischen dem Militär und mir. Ich kenne die Ziele nicht. Ich bin Kurier, ich befördere. Ich kann euch zu den Raketen führen. Wenn ihr zurück seid, sage ich euch, wo Hassan ist. Als Gegenleistung lasst ihr mich gehen. Und verschwindet aus Las Almas, se me largan ya. Deal. Und bis dahin bleibst du schön brav hier. Das Verhör erhaltene Koordinaten bestätigen eine Ölbohrinsel 400 Seemeilen vor der Küste im Golf von Mexiko. Die Bohrinsel ist nicht mehr aktiv und wird vom Kartell als Schmuggelwareversteck benutzt. Nordwestlich davon ankert ein Frachtschiff. Die Aufklärung hat gemeldet, dass ein großer Container vom Schiff auf die Plattform gebracht wurde. Der Container befindet sich oben auf der Plattform. Wir denken, das ist die Rakete. TF-141, Colonel Vargas und Shadow Company gehen mit 3 Bootsteams für die simultane Übernahme der Ziele rein. Ghost leitet den Angriff auf das Schiff. Graves, Soap und Alejandro greifen die Bohrinsel an und entschärfen die Rakete. Alle Schützen gehen ohne Rücksicht vor. Sie haben Befehl, alle Bedrohungen auszuschalten. Ja, das klingt nach einer XXL-Party. Bohrinsel voraus! Hey, das ist unser Ziel! Denn aus 1 und 2 zu den Einhackpunkten! Laden wir uns selbst ein! Alle Stationen, Schiffe in Sichtweite! Das Land hat sich vorbereitet! Bleibt auf dem Stand! Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete! Und wenn sie lügt? Gott hilf ihr! Gott hilf uns allen! Drei sind für alles! Könnte eine Falle sein! Wir sind bereit. Verstanden. An die Arbeit. Ja, so oder so, glaube ich. Geht hier gleich die Post ab. Eingehakt. Auf mit Aufsehen. An alle Shadow, die Rakete ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Meine Vor sagt mir, dass die vermutlich abgeschossen wird. Okay, das haben sie schon gemacht. Alles sicher. Nach rechts, okay.
Keiner drin? Naja, jetzt ist keiner mehr drin. Oh! Arschloch! Sichert. Komm raus. Verstanden. Zelle 1, unterwegs zur südöstlichen Treppe. Flüchtet, gerechte Seite! Jetzt nicht mehr. Zwei Lobe. Alles klar. Sicher. Die machen ja eh schon die ganze Arbeit, wenn sie vorgehen. Kommt hier ganz oben. Ah, schön leise. Ghost, sind unterwegs zum Hauptdeck. Wie ist dein Status? Gehen jetzt mit Shadow 3 an Bord des Schiffs. Roger. Gehen rein. Oh. Mann am Boden! Blendgranate geworfen! Einen auf! Wir wissen, dass wir hier sind. Wir müssen uns beeilen. Alle Shadows ausschwärmen. Ich will den Container sofort überwacht haben. Zwei bestätigt, unterwegs. Oh, das. Oh, Scheiße. Shadow 1, Ghost. Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichtet. Visualstatus, over. Ghost, wir signalisieren den Schiff. Sie werden die Rakete starten. Das ist die erste Stufe. Wir haben noch Zeit. Alle Shadows. Rakete ist auf dem Helipad. Holy shit. 2-1, wir greifen an. Gib uns Deckung. 2 bestätigt. Nach oben, Sam. Was? Ah, Mann. Das geht besser. So, nochmal. Mehr. Scheiße! Okay, mal kurz in der Deckung bleiben. Dabei aufstützen. So, gibt's noch jemand? So, nimm die Treppe, flankier sie! Nimm die Treppe. Du bist gut. So, gehen wir darauf und machen sie kalt. Ja, ich probiere es. Ohne dabei, dass ich drauf gehe. Oh, da hat jemand einen Raketenwerfer gehabt. Also, wie komme ich denn da drauf? Hä? Ihr könnt eigentlich auch schon mal vorlaufen. Stirbst du jetzt bitte? Kommando, hier ist Shadow 1. Bohrinsel gesichert. Rücken jetzt zum Container vor. Verstanden. Bestätigen, wenn das Ziel neutralisiert wurde. Ah, das wird bestimmt nicht gut ausgehen. Öffnen. Und, haben wir jemanden drin? Oh oh. Wo ist die Steuer? Scheiße. Auf dem verdammten Schiff. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff. Sie haben ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht starten. Alejandro, Feuer. Holy shit, jetzt sehen wir, was da abgeht. Wir gehen auf das Schiff. Ich gebe euch Deckung, Mann. Einhaken, Sergeant. Ach nö, muss es sein. Verstanden. Los, los, ausrücken. Los, hier ist Zone 1. Wieder im Wasser, nähern uns unserer Position. Verstanden, wir stehen unter Beschuss. Euer Empfang wird rein. Verstanden. An Deck müssen wir zur Brücke. Schnell. Sichern die Steuerung und stoppen die Rakete, klar? Wie kommen wir an Bord? Über die Rampe! Festhaltungsstraße! Oh, was? Alter!
volle Rampe. Und hier bewegt sich alles. Ja, geil. Die Container sind unsere einzige Deckung. Alter, da war der ja noch seekrank hier. Wir dringen nach oben vor. Wir gehen. Achtet auf die Container. Hier noch einen. Sehe die Brücke, Oberdeck. Zugang auf der Grenze. Wir müssen zu dieser Tür. Oh fuck, Mann. Man kommt auf so eine Idee. Fuck, 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 fuck. Nein. Achtung, Wachcontainer könnte ich erschlagen. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Gut, dass die KI nicht die Geiste ist. Okay, ich glaube, hier bin ich erstmal safe. Ja toll, jetzt habe ich nur noch die Waffen hier. Okay, bitte keiner mehr schießen jetzt. Ich brauche eine andere Waffe. Nein, fuck. Okay, kann ich hier rauf? Nein, kann ich nicht. Geil. Nein! Nein! Nein, das war so knapp. Sehe die Brücke, Oberdeck. Zugang auf den Grenzen. Wir müssen zu dieser Tür. Autsch, 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 autsch. Noch eine andere Waffe wäre auch noch geil. Nein, bitte nicht erdrücken. Okay, ich will da vorne wieder in den einen Raum rein. Aua, was? Nein! Irgendwann schaffe ich's. Ich glaube an mich. Sehe die Brücke, Oberdeck! Zugang auf den Grenzen! Wir müssen zu dieser Tür! Hör doch! Also, ich brauche die Waffe. Schneller rein. Machen wir Munition. Fuck. Leute, komm, kurz mal mithelfen, bitte. Zwei Schuss noch. Drei Schuss, geil. Doch echt eine andere.
Waffe jetzt. Ja. Fuck, 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 fuck. Beide Waffen sind im Arsch. So, gehen wir mal zu ihm hier. Okay, jetzt habe ich mal zwei Waffen mit dem Tischschuss. Sie haben den Zugang zur Kühlung verriegelt. Sichert das Deck und wir sprengen die Tür. Sicher. Also, hier darf ich nicht raus, oder wie? Wo muss ich hin? Da rauf. Für den Brückeneingang. M60 Hybrid, 20 Schuss. Sieh nach der Tür, so, gib Deckung. Ja, gleich. Okay. Sieh nach, die Steuerung liegt dahinter. Okay, zurück. Wir stellen um ein, sprengen den Brückeneingang auf. 3, 2, 1. Sehr gut. Los, 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 los. Munition wäre nicht schlecht. Geh vor, Sergeant. Warum? Rein da, Sergeant. Noch jemanden? Sicher. Alles sicher. Bewegung. Brücke ist 2 Decks rauf, ja? Lass mich da rein. Vorsichtig. Lass mich da rein. Lass mich da rein. Oh ja, dich möchte ich haben. Nice, jetzt habe ich einen Torschuss. Rücke aufs zweite Deck vor. Da kann ja fast nichts mehr schief gehen. Kontakt! Korridor, Sergeant! Flankier sie! Nice. Das war's. Raum gesichert. Korridor sicher. Granate! Lasse, bitte, bitte, lass mich nicht sterben. Bitte, bitte, bitte. Oh. Okay, einmal nochmal durchladen. Ja, gleich. Mehr? Okay, das dürfte die Steuerung sein. Kommt der Rest? Okay, haben die Steuerung. Klicken uns ein. Komm schon, Baby, komm schon, Baby, komm schon, Baby. Ich will ja nichts sagen, aber soll man vielleicht schauen, dass wir nicht... Wieso nicht? Es ist zu spät. Gibt es keinen Abbruchcode? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Rakete ist in Startphase und zündet gleich. Bitte komm. Verstanden, Shadow. Dann müssen wir sie sprengen. Verstanden, Kommando. Bitte warten. So, ran an die Steuerung. Wir müssen das gemeinsam machen. Jetzt tickt die Uhr, also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Und wie genau soll ich Kommando das machen? Kommando sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel. Wiederhole, räumt die Bohrinsel. Das ist ja ganz große Party. Eine Minute. Verstanden, in Bewegung. Los, an die Steuerung, so. Ja, und jetzt? Aktiviere den Diagnosemodus, um den Login zu umgehen. Soap, drückt die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Also, Clear hier und Mode. Mode drücken, Sergeant. Erledigt. Moment, okay. Was passiert hier?
Nur etwas Technikmagie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. Letzte Ziffer ist ein C. C wie Charlie. Perfekto. Ihr Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Holy shit. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Genießen okay. Wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. An alle. Achtung, gleich knallt es. Rakete abgefeuert. Holy shit. Sieh durch diesen wunderschönen Scheiße. Heilige verdammte Scheiße. Alejandro, alles okay? Okay? Bestätigt. Dir? Hier ist alles gut, Hermano. Gold Eagle hier, Shadow 1. Treffer! Treffer! Rakete und Boeing sind zerstört. Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.